Willkommen zurück, Leute, zu Dark Parables Rapunzels Gesang. Und wir singen uns jetzt lustig in das nächste Wimmelbild. Ja, okay, ich sollte nicht ganz so übertreiben. Nicht, dass ihr noch einen Hörschaden bekommt. Oh nein, das Bild ist... Oh Gott, das gibt's wirklich. Dass das Bild einfriert, ist das erste Mal. Das geht gar nicht, weil wir jetzt hier nicht auf Albtraummodus spielen. Okay, gut. Warte, pass auf. Gucke ich ein bisschen mehr hin, was so aussieht, wie was ich einsammeln kann. So, ich warte. Na, so. Immer meine So-Rate. Die man mal wieder zählen müsste, hier, was ich an So's von mir gebe. Warum finde ich nichts? Was soll ich denn noch sammeln? So, so ein Pferd hier. Und so ein Schnörkeldörkel-Ding. Immer die Schnörkels. Das da? Nö, das ist das, was ich will. Ein Stück Kette. Und was wollen wir überbauen? Eine Galisionsfigur, okay. Das möchte ich auch noch einsammeln. Das Stück Kette habe ich immer noch nicht gefunden, merke ich gerade. Vielleicht ist es hinter mir. Hinter mir, ich weiß es doch. Okay, das nicht. Dann noch das hier. Und das da. Und dann noch die zwei Flügel. Das ist der andere Flügel. Ja, aber das Stück Kette, ne? Das weiß ich auch nicht. Ist das hier irgendwo? Braucht man einen Tipp? Ah, da! Okay, ja, okay. Ganz klein. So, da haben wir sie schon. So schöne Sachen, ne? Ich hätte gerne ein Haus, wo auch all sowas so ist. So ein Einhorn-Türgriff. Ornamententor, was dann reinlässt in mein Blumenparadies. Ach ja, wenn man das mal alles haben könnte, so tolle Statuen und ein toller Garten und kann sich natürlich, müssen alle anderen putzen, ne? Leute, die dann angestellt sind, weil ich bin jetzt nicht so die, die dann da immer. Ja, ja, lassen wir das mal lieber. Ich will mal hier rein. Das ist voll der Blödsinn, ne? Ich könnte den anderen Fisch... Warte mal, war da nicht der andere Fisch, den ich da hin tun kann? Jawohl. So. Oh Gott. Oh Gott, Roland. Was macht der denn da? Guck mal, wir sammeln nochmal nebenbei was ein. Der kann ja da in Ruhe kämpfen. Ich erzähle euch nochmal was von Rapunzel. Nein, Quatsch, wir kümmern uns mal. Ich muss eine Waffe finden. Ja, was haben wir denn da? Nichts. Toll. Wir gehen mal erstmal. Wir gehen. Ganz in Ruhe. Können wir das Schwert von dem Typen nicht einfach grapschen? Porträt des Prinzen. Waren die nicht auch hier? Nee, die waren nicht hier. Wo waren die denn nochmal? Wo wart ihr denn nochmal? Waren die da? Nö. Die Wände strahlen eine frostige Kälte aus. Ja, ja. Wart ihr hier? Das ist Brunhilda mit ihren Kindern. Löwenkind 1 und Adlerkind 2. Vielleicht kann man hier nochmal was reintun. Das Rosenornament, haben wir das? Feuerrosenemblem, passt das da rein? Ja! Ach, toll, Mensch. Halbe Scheibe des brennenden Baumes, Rabenemblem. Ja, jetzt bin ich. So, das packen wir mal dahin. Bekommen. Schneewittchen und der Feuerprinz. 3 von 4 haben wir auch schon fast fertig. Und das Rosenwappen. Und ist jetzt hier noch was? Der halbblühende Baum. Ist schon so sehr schön erklärt hier. Habe ich aber schon das letzte Mal gesagt. Das Bildnis eines gefrorenen Baums. Rabenemblem. Schneewittchen und BB. BB. War das hier mit den Gemälden? Eine Feuerrose? Rosenwappen. Ne, das war nicht weg. Da ist so ein Schlüssel, der passt da nicht hin. Irgendwas. Auf dem Boden, haben wir das schon gelesen? Prinz Roland, Hüter der feurigen Rose, er gebietet über Feuer und Asche. Nein, haben wir. Doch, wir können hier was machen. Was denn? Wir haben doch gar keinen... Ach, wir haben einen Schwertschlüssel, natürlich. Oh Gott, ja. Oh, habe ich schon wieder vergessen. Da haben wir auch das andere, haben wir jetzt auch die Prinzessin. Brauche ein zu Roland passendes Blumenemblem. Tada.
Ein Porträt von Rapunzel und Prinz Roland. Möge die Göttin der Verlobung von Prinzessin Rapunzel und Prinz Roland ihren Segen schenken. Floralia ist nicht mehr. Die Überlebenden berichten, dass Rapunzel völlig abwesend und wie schlafwandelnd zurückgeblieben ist. Das Gift der Pollen hindert mich daran, nach ihr zu suchen. Doch ich muss einfach einen Weg finden. Wenn die Legende vom goldenen Kind auf Tatsachen beruht, ist die Hoffnung noch nicht verloren. Roland hat Gerda also mitgenommen, weil die Pollen ihr nichts anhaben konnten, können. Ach, so ist das. So war das. Ja. So, und da können wir doch, haben wir da nicht so einen Löwen schon noch gehabt? Haben wir keinen Löwen? Nee, anscheinend nicht. Kann der nicht mal uns das Schwert jetzt rüberreichen? Wir müssen den Typen doch mal helfen. Oder nicht? Wo soll es denn hingehen? Und nun? Ach, hier war das. Oh, ich suche das schon die ganze Zeit, wo ich das einsetzen kann. Mann. So, jetzt haben wir die beiden. Trollers. Und können was spielen. Drehe die Symbole mit Hilfe der Pfeile, bis alle zum Hintergrund passen. Zum Hintergrund, zum Hintergrund. Also muss Feuer zu Feuer. Was mit dem hier? Pech jetzt hier, oder? Gehört da gar nicht zu? Ist der Knopf, oder? Ach, reicht schon. Gut. Das Eisige muss mal rüber. Haben wir das geschafft. Wunderbar. Wo sollen denn die Lilanen denn eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Der Eisige muss aber echt raus aus der Ecke mal. Ich weiß nicht, wo sie hin sollen hier. Der muss auf jeden Fall auch weg. Hey, das ist doof. So will ich das gar nicht. Ich mache hier so ein bisschen coole Mulle gerade. Es ist so nicht eigentlich das, was ich will. Ich mache es aber trotzdem. Guck mal, ich bringe die Feuerringe alle wieder rüber, damit man hinterher noch mehr zu tun hat. Ja gut, ich muss mal ein bisschen weiter drehen. Nicht nur mal so ein bisschen. Jetzt muss der da aus der Ecke mal raus hier. So, Feurigen schon mal wechseln. So. Eis ist ja schon mal klasse da. Eis ist gut. Kümmern wir uns um das hier. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, die Blumen müssen in die Mitte. Oder? Müssen die nach rechts. Ich denke, die sollen in die Mitte. Oder? Ja. Das macht doch Sinn. Ach nö. Und vor allem kann man immer nur in die eine Richtung drehen. Das ist doof. So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Jetzt aber die Blume kommt. Jawohl. Auszeichnung erhalten. Und jetzt kriegen wir den Löwen, der uns noch fehlte. Noch irgendwas hier? Alles okay so. Den Löwen da rein. Öffne dich. Oh, ein Geheimfach mit einem alten Buch darin. Oh ja. Und? Nee. Roland muss während des Falls mit der Schneekönigin weit fort gewesen sein. Jetzt lesen wir erstmal. Prinz Roland oder Roland. Ein tapferer und kühner Mann war gegen die Heirat seiner Schwester mit dem Froschkönig auf... Punkt. Aufgrund des schrecklichen Fluches war er überzeugt, die Ehe könnte niemals glücklich sein. Schwester und Bruder stritten sich und gingen ohne eine Versöhnung auseinander. Nachdem Schneewittchen sich mit dem Froschkönig vermählt hatte, entsagte der Prinz dem Thron und verließ das Königreich. Er reiste durch viele Länder, bis er schließlich in das Königreich Floralia kam.
Muss man mal nachlesen? Nee. Warum gehen die immer? Warum gehen die immer einfach, die Leute? Immer gehen die. Kann ich das echt nicht, will dieses Ding hier mitnehmen? Den Löwen. Na gut, dann nicht. So, jetzt kämpfen wir mal gegen das Vieh hier und geben ihm endlich mal eine Waffe, wie zum Beispiel den Dreizack. You saved my life. Thank you. Ding. The palace ruins. Hurry! There's a secret passageway. Save Rapunzel! Roland. Roland zählt auf mich. Das Gestrüpp ist weg. Sehr gut. Und mit dem Gestrüpp Roland. Also, na, wenn das sehr gut ist. Die Ruder scheinen zu fehlen und das Boot steht halb unter Wasser. Aber wir haben Ruder. Immerhin. So. Können wir losschippern? Die Ruder scheinen zu fehlen und das Boot steht halb... Wieso? Ja, was können wir denn da machen? Können wir das mal hier... Palastschüssel. Da rausschippern? Ja, vielleicht auch nicht. Ein Boot scheint die sicherste Methode zu sein, es sei denn, es geht fast unter. Wie kriegen wir denn das Boot jetzt wieder hin? Weiß ich auch nicht. Können wir hier irgendwie... War noch eine verschlossene Tür hier irgendwo? Und da nicht? War hier noch irgendwo was? Was soll ich denn jetzt machen? Die Ruderschanze finde ich... Ja, das Heckenschere, Palastschlüssel... Was soll ich denn machen? Galisionsfigur, schön. Oh, oh. Das war jetzt zack draufgestellt und dann war das schwer genug und da ist es jetzt auch drauf hier, um das nochmal anzugucken. Okay, und das hat das Gewicht wieder hin. Ja, gut. Ja, ist halt so. Noch eine Darstellung von jemandem, der hier sehr verehrt wurde, wer sie wohl sein mag. Man weiß es nicht. Vielleicht die kleine Meerjungfrau. Eine ungewöhnliche Blüte von einzigartiger Farbe. Die Pollen sind jedoch gesundheitsschädlich und führen bei Menschen zur Entkraftung. Es muss sich um Kreisnotizen handeln. Ja, das hatten wir auch schon. Haben wir denn jetzt hier den Schade? Nein, der geht da nicht rein. Wir waren ja hier schon. Wir sind jetzt wieder zurückgekommen, sehe ich gerade. Da haben wir jetzt aber endlich mal den Rahmen, den wir einsetzen können. Den haben wir uns organisiert. Und da haben wir noch was. Und wir haben noch eine Parabel. Oh, das müssen wir uns wirklich mal anhören. Die Schwestern zum Beispiel. Nein, das war noch nicht fertig. Schneewittchen und der Feuerprinz. Schneewittchen und der Feuerprinz. Ich warte mal noch. Wir gehen mal nach Reihenfolge. Wenn es denn soweit ist. Goldene Brosche. Da war doch noch was, oder? Da war noch was. Da war noch ein Engelsbogen. Und eine Anleitung. Das Königreich ist von den verfluchten Blumen und dornigen Ranken überwältigt worden. Nur mit göttlichem Segen aufgeladene Kristallkugeln können ihnen für kurze Zeit etwas anhaben. Eine solche Kristallkugel hat Prinz Roland sicher verwendet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, und jetzt können wir hier wieder rum und da oben kamen wir nicht ran. Können wir das mit der Heckenschere jetzt? Tatsächlich. Ich dachte, das bringt's nicht, Bube. Gute Dame König. Da haben wir auch was, was wir schon reintun können. Vielleicht bekommen wir das andere dann gleich, wenn wir das hier gewimmelt haben. Ich sammle mal erstmal wieder lustig drauf los. Ja, das klappt wie geschmiert, ne? Mit dieser Taktik. So, jetzt muss ich suchen. Und dann suche ich noch eine Schale. Oh, so eine Schale. Das hier? Nee, das ist es nicht. Wo ist denn das Ding? Und eine Blume. Und eine grüne Rose. Da ist sie schon. Und wo ist denn die helle Rose? Bestimmt hinter mir hier. Und ich sehe sie. Nee, da oben. Ist da oben dann vielleicht noch die Schale? Oder so? Nee, ich finde die nicht. Findet ihr sie? Findet ihr das Schälchen?
Ja, also es ist keine Schale, aber ich meine jetzt nur, ne? Wisst, was ich meine? Ach, da im Hintergrund. Ja. Hab ich nicht gesehen. So. Efeukugel. Ach, da haben wir ja schon gleich so eine Zauberkugel. Haben wir ja noch ein paar coole... Diese Blumen breiten sich aus wie ein Virus. Wir sind doch so schön. Im Falle einer Katastrophe lassen Leute ihr gesamtes Gold zurück. Das hatten wir schon. Roland behauptet, es müsse hier irgendwo einen Geheimgang geben. Ja, Flora, Göttin der Blumen. Ein Schrein. Ein Schrein. Hier habe ich bestimmt... Meinst du, ich habe hier alles schon eingesammelt? Weiß nicht. Was können wir denn nochmal machen hier? Die Bildhausdarstellung einer Dame, die in einem Turm eingesperrt ist. Da fehlt uns der Schlüssel. Gehen wir mal hier nochmal lang. Flora muss die Schutzgöttin des Königreichs. Hier noch, dieser Engel vermisst sein Instrument. Engelsbogen. Kriegst du schon mal. Kannst du schon mal drauf umkloppen. Auf dem Porträt von Rapunzel steht etwas. Die Prinzessin hat sich verändert. Sie ist gleichgültig und abwesend. Und da war noch was. Ein Schild mit Inschrift. Und was steht hier? Die Inschrift lautet, nur dem, der eine besondere Genehmigung hat, ist es gestattet, durch das Portal zu steigen. Ach so. Können wir hier nicht noch was machen? Das Palettschott hier so schön. Hier nochmal hin. Hier haben wir ja schon gekurbelt. Was ist da noch gewesen? Ein Schlüssel. So ein Zufall. Die Umrisse erinnern mich an die Abbildungen auf Spielkarten. Da haben wir dann schon mal den Bube. Schild mit Inschrift wird es nicht sein. Ich frage mich, um was für Artefakte es sich wohl handelt. Ja. Werden beschützt, die kleinen Damen hier. So, von ihrem Ritter. Ich glaube, das können wir bestimmt... Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier einsammeln können. Oh Gott, wer ist denn hier jetzt? Wer war denn das? Wessen Geist wandelt durch dieses verlorene Königreich? Ich weiß es nicht. Aber wir wimmeln noch eine Runde. Das machen wir nochmal. Darf nicht wild herumklicken. Ich muss auch mal was finden. So, das noch und das nicht. Okay, dann... Okay. Das vielleicht noch? Nein. Die Karte? Ja, die Karte. Okay, so jetzt gucke ich mal nach. Das hier sollen wir noch finden. Das da vielleicht? Ja, das war's auch. Und nee, das nicht. Was ist mit diesem Stockgedöns? Die Flügel? Das hier, das dünne Teil fehlt noch, genau. Dann noch so ein Grünzeug. Irgendwas mit einem türkisen Stein. Das ist hier hinter mir. Das hier vielleicht? Da? Nee. Sieht das aus? So sieht das aus. Genau so sieht das aus. So, und jetzt fehlt mir noch dieses kleine Knochending. Nenne ich es mal so. Kleines Knochending. Es ist hinter mir, ne? Ich finde es nicht. Nein, da ist es. Oh, das letzte Teil immer. Ich weiß nicht, was das ist. Immer das letzte Teil, was ich nicht finde. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Karte. Ist schon mal gut. Ein Teddybär im Grab, wie traurig. Ja, hatten wir schon. Hier können wir endlich mal die Dinger alle einsetzen. Es wird ja mal Zeit. Also mein Inventar ist immer voll mit diesem Zeug hier. Schneewittchen-Kamee. Wo ist sie denn? Da. Und die hier. Wer ist denn das? Elises Kamee. Ist das Elise? Nö. Dornröschen. Dornröschen, das hier mit den Blumen. Roland Kamee, wo ist er? Da. Elise. Wo ist sie denn? Ist das dann das hier, Elise? Unten? Ja. Und Rapunzel? Und die letzte? Haben wir nicht? Nee, die letzte haben wir nicht. Oh. Dieser Turm wurde errichtet, um die Welt vor unserer schrecklichen Prinzessin zu bewahren. Die Bürde dieses Geheimnisses wird mich bis in den Tod hinein verfolgen. Wer kann mit der schrecklichen Prinzessin gemeint sein? Doch nicht etwa Rapunzel? Nein. Nein, Rapunzel ist nicht böse.
Die Erde ist zu fest. Ich brauche ein Werkzeug. Ja. Ich glaube auch. Verehrte Königin, auf ewig hier ruht Prinzessin Rapunzel bei uns in Obhut. Das Vermächtnis Violantes soll ewig bestehen. Unsere Liebe fortan, unsere Gebete mit ihr gehen. Ich weiß, ich habe es schon mal vorgelesen, aber... Du sollst da nicht rein? Oder nicht? Ein unbekanntes Siechen sucht das Königreich heim und hat bereits vielen Menschen das Leben gekostet. Alle Hoffnung ist verloren. Die Pollen müssen für den Niedergang des Königreichs verantwortlich sein. Ich finde das super toll, dass hier so viel... Familienobjekt. Dass hier so viel Details verwendet wurden. Ich finde, das Spiel hat extrem viele gute Details, die das Ganze so wie ein Königreich machen oder an einem Ort, wo was wirklich gibt oder wo es wirklich... ja, das finde ich schön. Macht das Ganze echt toll. Realistisch und so. Zack. Mal die Truhe aufgemacht. Den Schlüssel hatten wir eingesammelt. Jetzt haben wir eine Feuerrosenkugel. Aha. Mhm. Ja. Was mache ich jetzt? Nee, hier will ich nicht hin. Will ich hier hin? Nee, hier will ich nicht hin, ne? Selbst ein so schöner Springbrunnen kann die traurige Atmosphäre nicht aufhellen. Ich soll hier nicht hin. War ja klar. Ja. Hier, Schlüssel. Palast. Rein da, genau. Das ist doch mal ein Plan. Jetzt sind wir hier, wo wir noch nicht waren. Eine Schlange. Bei der guten Cinderella-Kutsche. Was soll denn das? Ich glaube, es ist nicht eine Schlange. Wie werde ich die jetzt los? Das weiß ich nicht. Müssen wir nochmal schauen. Unter dem Moos ist eine Art Abbildung. Ob ich es abschaben kann? Engelsbogen? Nee, wohl nicht. Was ist das? So geht das nicht. Ohne einen Griff werde ich das Fach nicht öffnen können. Nix geht hier. Können wir hier noch was anderes? Hier ist noch eine Schaufel endlich mal. Dann können wir ans Grab. Oh. Aufgabe aktualisiert. Schon wieder diese biestigen Ranken. Ich muss sie irgendwie loswerden. Ja, aber echt. Mit den Kräften der Blumenpatronin könnte ich das Pflanzenmonster besiegen. Hier haben wir auch noch was. Noch eine Abbildung. Gut, dann gehen wir erstmal und... Oh, jetzt sind hier aber auch die Pollen alle. Die Pollen kommen. Die Pollen kommen. Wo ist denn nochmal das Grab? Wo war denn das? Nee, 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 nee. Hier. Oh Gott, der arme Mann. Das Skelett umklammert die Schatulle und darauf befindet sich eine Aussparung. Ja, aber du sollst das hier lesen, Secret. Dienerin der Prinzessin Belladonna. An Blutverlust durch die Kratzwunden der Prinzessin gestorben. Wunden nur oberflächlich. Dennoch konnte der Blutverlust nicht gestoppt werden. Auf den Fingernägeln der Prinzessin wurde tödliches Gift entdeckt. Der Leichnam soll auf Befehl des Königs verbrannt und die Prinzessin im Turm eingeschlossen werden. Wie schrecklich. Und Belladonna muss damals noch ganz klein gewesen sein. Ah, voll so FBI-mäßig hier, was wir alles so erfahren. Okay, da ist eine Aussparung. Passt das da rein? Nein. Welche Form? Ich weiß nicht. Die Karten? Haltet euch vom Turm und die dunklen Blumen fern. Ein Fluch liegt über ihnen. Ja, deswegen sind wir ja hier. Wir regeln das schon. Warum kann die Inschrift da nicht hin? Ja, das auch nicht. Wo sollen wir denn mal hin? Aber er hat doch, was soll ich ihm denn geben? Er hat doch kein Instrument. Haben wir eins? Wir können ihm doch nur den Bogen geben. Hä? Den habe ich ihm doch schon mal gegeben, dann wollte er es nicht. Dem fehlt trotzdem noch sein Instrument. Ja, also, ne? So weit war ich auch schon. Hm. Wir auch nicht. Da können wir nichts machen. Dann nochmal hier hin. Da können wir nichts machen. Da könnten wir was... Nur dem, der die drei göttlichen Artefakte besitzt, wird der Zutritt gewährt. Da können wir... Das können wir doch schon mal einsetzen. Das passt doch da rein, oder nicht? Soll man das da vielleicht gar nicht rein tun? Hier haben wir jetzt die Karte, den König. Fehlt immer noch eine. Das Ding gehört da ja nicht hin. Ja, hm.
Soll's denn mal hingehen? Ach, wir haben hier was noch nicht eingesammelt. Was denn? Schubladengriff. Nee, das habe ich gar nicht bemerkt. Bei diesem ganzen Gewusel hier. Ja, Türgriff. Bitteschön. Da steckt etwas in all dem Stacheldraht. Wie komme ich da heran? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Steinblumen, Narzissen 13 von 20. Das kleine Kästchen riecht ein wenig nach Kräutern. Da könnte etwas Nützliches drin sein. Mal eben noch eine Meerjungfrauenflosse eingesammelt, die mal eben so in der Kammer hier drin war. Und eine Engelsgeil. Jetzt haben wir sie ja. Jetzt kriegt der kleine Engel aber wirklich mal sein Instrument. Da, bitteschön. Ich dachte, der spielt jetzt. Silberne Brosche und Blumenherz. Mache ich damit? Die kann ich bestimmt irgendwie... War hier noch was? Ein Chamäleon-Objekt zum Beispiel? Na, dann nicht. Ja, was mache ich denn jetzt mal mit dir? Blumenherz. Blumenherz. Soll das Herz hier hin? Ich glaube, eine Rose. Hat man hier das Schild hingetan oder eine Rose? Wenn das Schild nicht geht, vielleicht kommt da was anderes hin. Blumenherz, das aber nicht. Das aber nicht. Das kann hier rein. Ja, und da haben wir dann die Karte, die er ins Grab mitgenommen hat. Ja, so war das. Düsteres Geheimnis. So, das nächste Spiel. Wähle die Karten in ansteigender Reihenfolge aus. In ansteigender... Und ich klicke einfach. Also, ist auch egal, was ich gerade vorgelesen habe. Alex klickt einfach mal drauf. In ansteigender Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wähle die Karten in ansteigender hier jetzt auch. Vertausche die Puzzle und Symbole jeder Figur, um das Minispiel zu lösen. Ist ja immer... Ich finde hier irgendwie so viel Chaos. Kann ich das hier einfach... Also das hat mit dem nichts zu tun. Kann das sein? Das hat damit nichts zu tun, oder? Okay. Nee, komm mal nach oben. Irgendwie habe ich den Dreh noch nicht raus, wie ich das verschieben kann. So. Nee, jetzt wollte ich zum Beispiel den anderen eigentlich haben. Dich will ich. Dich will ich da oben hin. Okay, ich muss sie anklicken und dann da, ne? Irgendwie so. Nee, dich dahin und du bleibst mal da. Aber meine Katze macht schon wieder Blödsinn. Ich will die jetzt aber nicht anbrüllen. So. Das ist ja schon mal toll hier, aber das muss jetzt alles nach oben und das andere nach unten. Scheiße. Muss ich das irgendwie runterholen? Mache ich einfach mal gerade das hier, bevor ich das mache. Aber ich glaube, hier soll ich einfach die Dinger da... Die da hinbringen und die anderen woanders hinbringen. Ich muss mal kurz einen, ganz kurzen Cut machen, Leute. Meiner Katze, bis gleich. So, bin wieder da. Alles wieder gut. So, jetzt darf ich das Rätsel auch nochmal machen hier. Und ich muss das hier irgendwie runterbringen. Ich muss es zerstören, nehme ich mal an. Das geht gar nicht anders. Aber wie mache ich das so, dass es nicht ganz so zerstört wird? Am besten den dahin, sodass es möglichst hinterher wieder zurechtgeschoben werden kann. Das ist ja immer doof. Oben, das ist schon mal eigentlich gut. Dich hole ich mal runter, damit du nach da kannst. So. Dann ist der Bereich schon mal in Ordnung. Ja, jetzt habe ich es eh kaputt gemacht. Jetzt ist es eh kaputt. So. Toll. Das ist doch schon mal toll. Man muss immer so ein bisschen auf die Karos einfach nur drücken, dann wird das schon. Nee, nee, bleib du mal hier. So. Jetzt fangen ihre Augen auch noch an zu leuchten. Okay, was soll ich bei ihm machen? Ich glaube, bei ihm soll ich einfach nur den Kram hier drehen, dass es ordentlich ist oder was, ne?
Ja. Die Hand gehört natürlich ins Gesicht. Wieso? Das Ding ist doch in Ordnung hier. Ach so, soll es. War ein bisschen schief. Ja, so und jetzt die goldene Mitte. Wenn ich jetzt hier einfach immer nur drücke, warum? Geht das dann im Kreis oder geht es nicht im Kreis? Okay, die Kreuze wollen wir mal... Ja, wie wollen wir es denn mal haben? Die Pike nach oben, die Kreuze nach unten. Das ist merkwürdig, ne? Was ich hier... Das ist irgendwie... Unten Kreuz oder überall nur Pike? Überall Pike wäre auch schön. Ich glaube, wir wollen überall Pike haben. Nur noch einer, dann wäre es schon... Oh Gott. Wenn das denn überhaupt stimmt, was ich hier will. Aber ich glaube, wir wollen hier, weil hier so ein Peak und so und überall Peak auf seinem Zeug sind. Wie kriegt man das hin, dass... Ach, ganz viele, ne? Jetzt sind alle Kreuze. Scheiße. So. Nee, es muss schon so, dass der hier unten auf jeden Fall ist. Sonst kriege ich es am Ende nicht hin. Jetzt ist der da oben blöd. Oh, ist das doof. Och, Manno. Ah, jetzt. Hohoho, man freut sich immer so, wenn man das geschafft hat. Yay. Alle Piekse. Auszeichnung erhalten. So. Noch was und noch was. Belladonna hat mir eine wunderschöne Blumenkrone geschenkt, die sie von der Amme erhalten hat. Sie ist wunderschön, die schönste, die ich je gesehen habe. Doch Belladonna wollte nicht wirklich, dass ich sie trage. Rapunzel trägt doch eine Blumenkrone, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nö, nö, die hatte schon eine, die hatte schon eine. So, ne? Das war so. Das war so und wie es weitergeht, sehen wir natürlich im nächsten Part. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar hinterlasst, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Dark Parables, Rapunzels Gesang. Tschüss!